Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rolf und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir einen Fangpart gehabt, stimmt. Und ja, ich komme ehrlich gesagt gerade von einem weiteren Fangpart. Ich weiß nicht, wie lange dieser sein wird, aber den werdet ihr höchstwahrscheinlich nach dieser Folge sehen. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange der ist. Ich habe mal nicht 23 Clips oder so. Und ja. Um 200 Pokémon habe ich davor schon gefangen. Und ja, aber ich wollte jetzt nicht zwei von diesen Parts direkt hintereinander machen. Deswegen mache ich jetzt erstmal hier ein bisschen weiter in der Story und dann vielleicht danach oder nach dem Part. Irgendwann tue ich dann diesen zweiten Fangpart hochladen, wo ich die ganzen Pokémon fange. Und ja, ich habe mir gedacht, machen wir aber erstmal hier weiter mit der Story. Ich habe dieses Team hier mit mir. Ich hoffe, die können es reißen. Und ja, wir müssen in diesen einen Tunnel rein. Der Champ ist ja schon da reingegangen, weil irgendwie hat man Explosionen gehört und keine Ahnung, was hier los ist. Und ja, wir gucken mal nach. Warum hat die plötzlich alles gewackelt oder hab am Ende etwa nur ich gewackelt? Nein, das kann nicht sein. Ja, weiß ich nicht. Oh, da ist schon was. Ist da jemand bei Champ vorbeigerauscht? Du weißt schon, der Mann mit dem Mantel, der von oben bis unten mit Logos übersät ist. Ja, ich sag's doch. Mein Klaus City, wo alles in Ordnung ist. Wahnsinn, wie das gerade gewackelt hat. Deleon, will das deiner maximiert zu Pokémon hier? Ist das für ein rotes Licht? Leute, ich kann ja nicht durch. Ja, deiner maximiert zu Pokémon. Was könnte das denn sein? Oh nee, das Hopp. Hey, Daniro, hast du das mitbekommen? Geht es um diesen Lärm? Genau, es war dieser laute Rums und dann ist dieses rote Licht erschienen. Und dann hat sich plötzlich ein wildes Pokémon, das zufällig in der Nähe war, dynamaximiert. Hier, schau dir diese Schlagzeilen an. Mautzinger, ehrlich. Da ist der Leon, er ist einfach der coolste. Wir begegnen jetzt hier irgendwie ein legendär Pokémon oder so. Mein Bruder und sein Glow haben nicht lange gefangen und das deine maximierte Pokémon auf der Stelle aus dem Verkehr gezogen. Da ist mir mal wieder bewusst geworden, wie stark mein Bruder wirklich ist. Wow, ich muss mit ihm reden. Soweit ich weiß, sollte er beim Stadion vor Claw City sein. Auf geht's. Okay, ja, war auch noch ein Mautzinger. Nee. Was geht denn hier los? Jetzt haben wir irgendwie noch nicht wirklich so eine Bedrohung. In diesem Spiel fällt mir gerade auf, denn wir haben irgendwie keine richtigen Bösewichte. Eine Bedrohung für die ganze Welt sind, willst du mich auf den Arm nehmen? Geh weg, du blödes Viech, ey. Hat mich das echt eingeholt, ey. Gibt's da jetzt nicht. Boah, ehrlich? Will mich jetzt hier auf den Arm nehmen oder was? Boah. Du möchtest gestreichelt. Nicht jetzt, Big Talks, nicht jetzt. Nach dem Part, okay. Vielleicht mal sehen. Ach, ich nehme mein Fahrrad. So. War sowieso nach Claw City, weil mir ist was aufgefallen. Und ja. Was ist nicht, dass ich das die ganze Zeit verpasst habe, aber gehen wir mal hier rein. Jetzt guck mal, hier ist noch ein zweiter Typ. Hier gibt es Terms zu kaufen. Guck dir mal an. Mega Hieb, Feuerzahn. Donnerzahn. Alles hier vor meiner Nase und ich habe mir das nicht geholt. Mein Gott, ist mein Geld jetzt weg. Okay, so, jetzt haben wir wieder ein paar neue TMs. Das ist auch was. So, Feuerzahn. Na, Kuro, guck mal, was der alles lernen kann. Ne? Bring ich definitiv noch ein paar bei. Okay, cool. Mal ein paar. Haben wir den sehr viel mächtiger jetzt gemacht. Aber müssen wir jetzt schon gegen den achten Arena-Leiter kämpfen? Aber ein bisschen früh, ne? Findest du nicht? Jo. Vor die Laterne gefahren. Hallöchen, na? Hey, hier drüben. Hallo, Daniro. Gute Arbeit von dir und deinem Glurak-Deleon. Ihr habt dieses Dynamax-Pokémon ja im Handumdrehen auf die Bretter geschickt.
Ja, wir sind einfach eben unschlagbar, aber es gibt Wichtigeres zu versprechen, da Sanja. Kannst du mir sagen, was hier vor sich geht? Gute Frage. Erst war da dieses rote Licht. Und dann hat sich plötzlich ein Pokémon Dynamaximiert, obwohl eigentlich gar keine Energiequelle in der Nähe war. Aber wie kann das sein? Das wüsste ich selbst gern. Wir müssen wohl damit rechnen, dass dieses rote Licht jederzeit wieder auftauchen könnte. Exakt. Und um diesen Moment zu berechnen, braucht es eine Wissenschaftlerin der Extraklasse. Oma, was machst du denn hier? Ich wurde vom Liga-Präsident Rosé herbestellt. Er hat mir Fragen über Fragen dazu gestellt, was alles mit dem Dynamax-Phänomen zu tun haben könnte. Und ist dabei etwas Hilfreiches rausgekommen? Das musst du ihn fragen, oder besser gesagt seinen Assistenten. Für den Liga-Präsidenten dreht sich alles nur um die Energieversorgung Galas. Alles andere überlässt er seinen Assistenten. Aber eins steht fest, wir brauchen mehr Daten. Deswegen möchte ich dich bitten, zur Sache weiter Nachforschung anzustellen, Sanja. Immerhin kennst du dich von allen am besten mit der finsteren Nacht aus. Moment, willst du damit etwa sagen, dass dieses Rotlicht ist in Wirklichkeit die finstere Nacht? Ich frage mich, ob wir auch irgendwie helfen können. Ihr könnt auf mich zählen. Mich. Danke, ich weiß euer Eifer sehr zu schätzen, aber ich wünsche mir von euch gerade nur eins. Ich will, dass ihr mir das allerbeste Finale aller Zeiten liefert. Im Gegenzug sorge ich dafür, dass hier in Gala auch Zukunft Frieden herrscht. Geht klar, Bruder, herzlich vertraue dir. Du bist schließlich Dele und der Unschlagbare. Oma, es gibt etwas, was ich genau untersuchen möchte. Hilfst du mir dabei? Aber sicher doch, Sanja. Dann bis bald. Besteht ihr jetzt erstmal die Arena-Challenge? Ich rechne fest damit, dass euch beim Champ kommt zu sehen. Boah, jetzt muss ich schon echt in die nächste Arena wieder? Gut, kannst du natürlich mal auf unsere eigene Mission. Für mich heißt das, Nest zu besiegen. Also machst du dich jetzt erstmal auf zum Klarstadion, oder Danilo? Weil sollst du keinenfalls auf die leichte Schulter nehmen? Ey, ich kenne euch jetzt schon direkt in die Arena. Aber bitte sag mir, da kommt irgendwas, wenn ich nur da reingehe. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Ich wollte auch erst einmal. Nee, passiert nichts. Dreck. Aber ich wollte erst einmal. Ah, okay. Dann, okay, ich habe zum Glück noch eine Sache, die ich sowieso machen wollte. Und zwar habe ich ein Schild, die Lösung für eine, ich sag mal, Quest gefunden. Hier. Und zwar. Wir brauchen nämlich. Ein was nochmal, Picochilla, was wir für einen Jungen finden müssen, der seins verloren hat. Ja, ein Schild habe ich die Lösung gefunden und ich mache mich jetzt auf, die Lösung hier zu zeigen. So, erst einmal zeige ich euch, was ich meine. Ich glaube, ich habe das noch nie irgendwie so wirklich hier aufgenommen. Mein Picochilla liebt zu pfeifen und im Wasser zu planschen. Es versteckt sich also bestimmt irgendwo, wo es ungeschoren platschen kann. Aber es gibt so einen Ort in Engine City überhaupt? Es hat einen etwas seltsamen Ruf. Es macht immer Pfeh, wenn du es hörst. Also pfeif doch mal. Und ja, ich habe die Lösung gefunden. Und zwar müssen wir hier hin. Ne. Erst habe ich gedacht, hier müssen wir hin. Pfeh. Und ja, dann habe ich erst das gefunden. Und ja, ich ein Picochilla? Nein, ich bin nur ein Mensch. Da ist das so rausgekommen, dass ich hier heimlich vor mich hin plansche. Ja, eine kleine Aufmerksamkeit. Man trifft ja nicht jeden Tag neue Leute. Eine Flasche Tafelwasser. Bitte was? Dann mach es mal gut. Ho, 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 ho. Der Mann ist nach Hause gegangen. Ja, das war sehr merkwürdig. Und ja, ich würde sagen, ja, jetzt mal hier hin. Mach das gleiche. Pfie. Hm. Pfie? Ist das vermisste Picochilla? Picochilla ist zum Jungen zurückgekehrt. Okay. So, und ich habe jetzt keine Ahnung, was wir mit dem Rest der Folge machen wollen. Weiß nicht. Wir hätten ja eigentlich noch genug Zeit, aber ich will dann schon von Anfang an irgendwie da reingehen, weiß nicht. Mein Picochilla ist wieder da. Vielen Dank, dass du es gefunden hast. Ich möchte dir das schenken, weil du mir beim Suchen geholfen hast. Und dann haben wir einen Halsspray bekommen. Mit den Einsatz einer Lärmattacke, den Spezialeingriff. Und ich bin mir nicht sicher, aber
Kann Big Tox irgendwelche Lärmattacken? Der hat doch, glaube ich, irgendwie so eine Fähigkeit, ne? Von eigenen Lärmattacken und halbiert den Schaden, das Pokémon sich selbst durch Lärmattacken erleidet. Kraftvoll wird die gegnerische Pokémon Schaden. Das könnte vielleicht sein, ne? Overdrive, keine Ahnung. Jedenfalls weiß ich jetzt nicht, was ich mit dem Rest des Parts machen soll. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Wir können ja natürlich wieder Pokémon fangen, aber wäre jetzt natürlich ein bisschen doof. Ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas so Nebenquest-mäßig, was man machen kann? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ne, ich glaube nicht. Dreck. Das ist natürlich jetzt ein bisschen suboptimal. Komm, gehen wir in die Arena. Wir gehen jetzt in die Arena. Das ist mir ein bisschen zu doof gerade. Ich glaube nicht, ich würde 20 Minuten hier irgendwie noch eine Aufgabe finde. Und ich fange jetzt nicht schon wieder ab. Guck mal. Wir müssen ja mal irgendwann was anderes machen. So, Roy, dir geht's an den Kragen. Ich habe Sorge für, wir kriegen voll auf die Fresse, weil ich nichts gegen Drachen-Pokémon habe. Oh, okay. In einem Level, weil ist ja ein Pokémon. Ach ja, mit dir haben wir schon geredet, ne? So ganz am Anfang. Die letzte Arena, du schaffst das dann, Niro. Sieh mal wieder einen Kampf mit Roy an. Die Arena nähert sich langsam, aber sicher am Ende. Du bist weit gekommen. Der Arena von Claw City ist Drachen-Profi Roy. Bist du bereit für seine Arena-Mission? Ich merke gerade, was Pokémon gerade gemacht hat. Siegfried und Roy. Siegfried, der Drachentrainer, und Roy, der Drachenprofi. Was? Oh Gott, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Boah. Die Säulen vom Liotrix zeugt von allen den Siegen, die du schon errungen hast. Ich kann deinen Kampfgeist deutlich spüren. Und jetzt gib dich bitte ins Stadion. Ich meine natürlich zur Schatzkammer. Die anderen Arena-Trainer erwarten dich dort. Okay. Na dann mal los. Ich habe so das Gefühl, ich sollte Kuro Eiszahn beibringen. No. Oh, Dreck. Ich hab keine Zeit dafür. Mal sehen, wie viele Challenger sind noch im Rennen? Wow, nicht mal 10. Also gut, dann ich erkläre jetzt meine Arena-Mission. Bereit? Die Regeln sind leicht und schnell erklärt. Du musst nur 3 von mir höchstpersönlich ausgebildete Arena-Trainer besiegen. Das ist alles. Ach ja, noch etwas. Ihr werdet in Doppelkämpfen gegeneinander antreten. Die Arena-Challenger scheint es ganz schön in sich, findest du nicht? Da halten auch nur so wenige Arena-Challenger so lange durch wie du. Genau deshalb habe ich auch sehr hohe Erwartungen an dich. Zeig mir alle Tricks, die du auf Lager hast. Aber genug geredet, der erste Trainer wird jetzt dir jetzt gegenübertreten. Na los, Raphael, trau dich. Darf ich vielleicht erstmal mein Team umändern? Bin schon zur Stelle. Roy hat mich 2 Dinge gelehrt. Zum einen die Stärke von Drachen-Pokémon. Zum anderen, dass man als Kämpfer zu seinen Vorteil nutzen muss, wenn man sich die Stärke zu nutzen machen will. Boah. Ist das Link. So, Raphael, komm her. Philippa und Whiskergott. Ja, wird schon irgendwie gehen. Irgendwie nicht. Das Team ist gerade sehr im Nachteil. Oh nein. Oh. Oh, sehr gut. Ich habe Flora dabei, gut. So, wenn wir Glück haben. Okay, wenn wir Glück haben. Philippa ist auf jeden Fall down. Durch Overdrive. Dün, 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 dün. Ich jetzt mal abspielen, wenn ich die Attacke einsetze von Final Fantasy 10. Ist doch besser als Akrobatik, ja, aber oder könnte ich, machen wir mal, könnte nicht schaden. Und Drachenpuls, so Big Tox, ja, und
Mal Lichtschild sah. Das sieht nicht aus wie ein Hieb. Oh, schade. Okay. Aber er wurde besiegt. Was? Doppelkämpfe gehen richtig ab, aber man braucht dafür eine ganze Menge Grips. Echt? Genauso erwarte ich das von einem Trainer, der sich bis hier durchgeschlagen hat. Hier weg, 0x0. Hier kommt unser zweiter Trainer, Lorraine. Hier bestimmt auch alle Anspielungen an irgendwas. Oh, jetzt kann ich mich. Ja, das macht es natürlich wieder voll einfach. So, ich habe so das Gefühl, ich werde diese Eiszahnattacke brauchen in diesem Kampf. Mach mal Schaufler weg. So. So, das ist jetzt unsere einzige Eisattacke, die wir haben. Haben wir irgendeine Feenattacke noch gegen Drachen? Ich bin mir ja ziemlich sicher, der hat dieses. Ja, Feuerzahnbauer nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, der Typ hat. Jetzt eine Teil aus dem Intro. Was wahrscheinlich diese Entwicklung von diesen Arktik-Pokémon ist. Also, jetzt hat irgendwie so Eisdrachen, nehme ich an, ne? Ja, weil nicht, er könnte ganz schön üble Sachen haben, aber ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Ich weiß es nicht. Jedenfalls machst du es mir ganz schön einfach, dass du mich irgendwie hier auswechseln lässt. Also, ja, Dankeschön dafür. Machst du auch viel einfacher, ey, als gedacht. Bei einem Doppelkampf kommt es darauf an zu verstehen, welche Rolle die jeweiligen Pokémon des Gegners im Kampf erfüllen. Was sagst du? Lorraine? Wenn das dein richtiger Name ist. Was für ein Ding? Tortunator? Was ist das denn? Kenne ich das Teil? Tortunator? Keine Ahnung. So, ja, was? Was ist eine Panzerfalle gestellt? Nachtief, nein, das war ein Volltreffer. Okay. Da wurde nicht ausgelöst. Suchen wir mal dich und du greifst die an. Oh Gott. Ja, das habe ich mir gedacht. Oh. Oh. So, Nachtieb, das wird glaube ich nicht so bringen, aber mal gucken. Was ist das für ein Teil? Kommt mir halt bekannt vor. So, wow, da ist nicht so eine gute. Kann ich wirklich viel tun gegen die Dinger, merke ich gerade. So, stehe ich, warum der Angriff so schwach ist. So, soll aber schneller sein, oder was? Okay, das könnte jetzt. Was auch immer das machen wird, wehtun. Big Talk, du liegst noch hinterher, du musst hochleveln. Autsch. Au. Aber ich krieg mal. Du sollst ja am Poké-Camping denken, du sollst jetzt schon wieder Ding sein.
irgendwie voll die Godzilla Pose mit Dingen. Tortonator wurde besiegt und Blackwing ist jetzt das stärkste Pokémon. Das wird das Umbrechen, aber noch viel Umbrechen als die als der Ausgang eines Kampfes. So. Fantastische Leistung, genau das habe ich von einem Trainer erwartet, der sich die 7 Ohren erkämpft hat. Und lass mich raten, was jetzt Hagel oder was, ne? Oder Sandsturm. Jetzt sei für die krönenden Abschluss. Nummer 3. Sioban, keine Ahnung. Sioban. Okay, ich muss ein bisschen. Ach so, ja. Sollte ich vielleicht mal Backtox geben. Das bringt's doch bestimmt. Ich brauche nicht wirklich Geld. Ich meine, ich habe wieder ein paar TMs gefunden, die ich holen will, aber trotzdem. So, boom. So, boom. Und boom. Und fertig. Geht so. In einem Doppelkampf kann man beide Pokémon in voller Kraft zuschlagen lassen oder man gibt einen von ihnen eine unterstützende Rolle. Sehen wir mal, was für eine Strategie du verfolgst. Sagen wir nicht, da kommt gleich mit Doppelkämpfen an, der Arena-Leiter. Aber glaube ich nicht. Oder kannst du immer noch. Oder ist gut. Hey, da ist die Entwicklung von dem Ding, von dem ich einen Code habe, irgendwie als Vorbestellung. Glaube ich. Was wollte ich jetzt sagen? Macht sich Sorgen, dass der Kampf schief laufen gehen könnte. So, du bist aber Drache, ne? Komm. So. Oh, warte. Gift-Hieb. Bringt bestimmt eher Eiszahn. Aber wenn es nur Eisattacken stärker werden im Hagel, ne? Ja, wir sind beide schneller, das ist schon mal gut. Sehr gut. Wir haben den Drecks besser erledigt. Ich vergessen, was ich gerade sagen wollte. Aua. Okay. Okay, du bist schon mal Eis. So viel weiß ich jetzt. Also, ich nehme an, der Typ wird keine Doppelkämpfe machen, weil ich glaube, Doppelkämpfe und deiner Maximierung geht gar nicht, oder? Wo weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe nur Dynamax mir ein bisschen in Arena kämpfen gesehen. Und einmal hier in der Naturzone. Und das war's. Wenn Pokémon-Trainer an einen Strang ziehen, wecken sie ungeahnte Kräfte in sich. So, jetzt kommst du dran. Eine reife Leistung. Gegen einen talentierten Trainer wie dich kämpfen zu dürfen, bei mir eine große Ehre. Großartig, Daniro. Ganz wie erwartet, dass du die Arena-Mission gemeistert. Bravo. Dann ist jetzt an der Zeit, dass du dich gegen mich beweist. Auf ins Stadion. Ich kann den Typen nicht ernst nehmen. Der ist so ein langer Lulatsch irgendwie. Ja, und der sieht irgendwie nicht ernst zu nehmen aus. Ey. Wenn ich jetzt hier so an Siegfried zurückdenke. Pokémon Rot und Blau, der sah ja richtig. Oder dieser eine, dieser Piratentyp hier. Aus Höhen. Das war ein Drachentrainer. Oder Sandra. Die war auch noch cool. So. So auf, dass der Typ Drachen-Pokémon einsetzen wird, was er höchstwahrscheinlich machen wird. Packen wir Koro an erster Stelle. So, und dann machen wir uns auf und knöpfen uns den Typen vor. Roy. Ausgerechnet du der erste Challenger bist, der so weit geschafft hat, muss Schicksal sein. Aber wenn Delon so viel auf dich hält, wundert es mich nicht, dass du so weit gemacht hast. Du denkst also, du kannst Delon besiegen? Dafür musst du erstmal mich, seinen größten Rivalen, klein kriegen. Ich werde dir auf die harte Tour zeigen, worauf du dich da eingelassen hast. Ich kontrolliere übrigens nur das Wetter, sondern bestehe nicht nur das Wetter, sondern bestehe auch auf einen Doppelkampf. Damit will ich herausfinden, wie gut du auf die verschiedenen Situationen reagieren kannst. Also dann, los geht's. Das könnte vielleicht doch ein bisschen nerviger werden, als ich gedacht hätte.
Mal schauen. Arena Alter Roy fordert dich heraus. Rockolos und Libeldra. Hi. Hey, eins davon ist kein Drachen. Pokémon. Verschwinder du. So. Oh. Also geht doch Geiger Dynamax. Dynamax meine ich. Geiger Dynamax ist ja wieder was anderes. So. Gut ist, Libeldra. Weht ihr Wind und beschwört einen Sandsturm herauf. Okay. Dich müsste ich eigentlich klein kriegen. Und Brokkolos. Ich glaube, Flora ist eigentlich gerade sehr gut in dieser Konstellation. Oh ja, bevor Libeldra Erdbeben oder sowas einsetzt, genau, ne? Lieber rausholen. So, Kuro. Breitseite. Au! Was? So. Aber wenn ich Glück habe, bis jetzt schon down. Nein. Body Press. Oh Gott, was? Aber Kampf, ne? Okay, da geht unsere einzige. Unser einziges Ding, was irgendwie stark gegen Drachen ist. Was mache ich denn jetzt hier? Vielleicht machen wir erstmal Ding jetzt hier platt. Brokkolos. So. Ja, komm. Und du machst Blättersturm gegen Libeldra. Ist ja neutral. Aber warum sind die so schnell? Oh Gott. Na, deswegen. Blättersturm. Nein, das gibt's jetzt nicht. Er von Lauch. Sehr gut. Du hast nicht robust. Du nah. Okay, eins down. Er hat eins von uns down. Wir haben eins von denen down. Und hat 30 Spezialangriff. So, was kommen wir als nächstes? Sanaconda. Bist du für einen Drachentrainer? Ist übrigens auch nicht schlecht, so von der Konstellation. Ja. Und ja, komm schon, ich mal beide down. Nein, hör auf damit. Ich habe schon gedacht, dass der ein bisschen schwieriger wird. Oh nee. Wo Mist, wie gibt's jetzt? Durchbruch, hau das Ding kaputt. Jawohl. Volltreffer vor der Wind. Boah, der von Lauf ist irgendwie broken. Hab ich so gefühlt. Ist aber auch leicht tot. So, jetzt kommt bestimmt dieses Eisding, ne? Also weiß ich, was zu tun ist. Oh Gott, wenn der jetzt mit Dings kommt, ne? Jetzt mit Erdbeben oder irgendwie sowas kommt, ne? Aber Igni wird ja wohl schneller sein, ne? So, was bist du? Ja, du bist das Duraludon. Werd nie so schnell sein wie Igni. So. Gehen wir beide auf den los am besten. Deiner Brand. Warte mal, warte jetzt. Nee, hier, mein Gott. Ja, schon die stärkere Attacke. Du bist nicht deiner Maximilian? Haha. Jetzt kommt mega Häschen. Warte. Posen. Da kommt da. Geht der Wind, mein Partner wird jeden aus dem Stadion pusten. Erstmal noch ein Selfie. Genau.
Was? Da ist ja ein Hochhaus. Ist ja nicht dieser eine Turm aus X und Y? Was? Ja, aber dich werde ich schon down kriegen. Pass auf. Deiner Brand. Oh, Dreck. Der ist noch am Leben. Währenddessen sind die beiden noch da am Boden. Sonnenlicht wird stärker. Was? Sonntag? Das nenne ich mal einen raffinierten Gegenzug. Hey, cool. Oh Gott. Autsch. Ja, das war's. Na, ein Volltreffer, ehrlich. Noch, und jetzt kommt wieder ein Sandsturm. Geht ein weiteres Mal die Winde und schwört einen Sandsturm herauf. Oh Gott. Das könnte jetzt doch ein bisschen schwierig werden, ja. Ja, von Lauch. Nein. Ist langsamer als... Nein, ausgerechnet jetzt. Oh, aua. Ich glaube, wir sind so gut wie tot, ne? Blackwing. So, einzige, was ich jetzt im Vorteil habe, ist die Geschwindigkeit. Boah, ich muss jetzt noch zwei Züge von dem Ding hier aushalten. So, Igni und mir gehen auch die Beleber aus. Super. Roa. Oh Gott, da wird nicht gut ausgehen. Deiner Faust gegen wen? Ah, okay, gut. Oh Gott. Jetzt paralysiert er den auch noch. Autsch. So, nein, mit links möchte ich gerne angreifen. So, dich muss ich erledigen. Ich habe mir schon gedacht, dass der Kampf nicht so leicht wird. So, gefühlt ein Schild wird dieser sehr... Oh, du. Ja, wenigstens. Autsch. Oh, der tat weh. Oh. Und der bufft sein anderes Pokémon auch hoch. So. Irgendwie, du musst hier was reißen, habe ich so Gefühl. Jetzt der letzte Zug. Weil sieht ja nicht mehr so gefährlich aus. So. Du komm her. Und du auch. Wir beide gehen jetzt auf den los. Feuerball. Ho. Ho. Can you deal with this? Nein, der lebt noch. Oh Gott. Au, schon wieder ist Igni tot. Ja, warte, ich kriege mal jetzt. Pass auf. Jawohl. Und was? Der was? Bist du nicht die Entwicklung von diesem einen Dingen? Muss doch Eis sein irgendwie. Oh Gott. Du hast ein bisschen Schäfer. Ist jetzt nicht gerade beste Zeit für sowas. So, Blackwing. Vollkommen egal, was du jetzt einsetzt. Keine Ahnung. Oh, wer, der heilt sich jetzt noch hoch. Oh, ja, das wird ein bisschen nervig hier. Feuerzahn, ehrlich? Ach, Blackwing ist paralysiert. So, du bist weg. Ist nur das Viech übrig. Ich glaube, Kuro ist noch. Oh, Schmarotzer. Er macht sich, glaube das Ziel zu uns. Je höher dessen Angriff ist, mehr Schaden richtet die Attacke an. Ja, lass mal. Glaube ich nicht so schlecht, aber lass mal erstmal. So, dann ist auch weg.
So, wen haben wir noch? Vectox haben wir auch noch. Aber Kuro, komm, schaff's das. Ja, vereinten Kräften wäre der hat schon schaffen irgendwie. So. Da kann halt wie schon ausrichten. Eiszahn. Der hat jetzt voll die Verteidigung hoch. Du willst mich jetzt auf den Arm nehmen, jetzt kommt schon wieder ein Sandsturm. Und schon. Dieser Pisser setzt vor die Strategie ein gegen mich. Komm her. Ah, den kriege ich doch nie down. Ja. Ja, komm. Mit definitiv vor mir agieren. Aua. So, Vectox. Sollte vielleicht irgendetwas wiederbeleben, nur so zur Not. So, jetzt mal nochmal einfriss oder so. Oh. Was kann er für Schlangenblick? Was noch? Ich muss irgendwas wiederbeleben, falls ja irgendwie alles schief geht. Polymat, nicht so vergifte oder irgendwie so irgendwas los, irgendwas muss mir jetzt irgendwann mal hier geben. Jawohl, endlich ein Lichtblick. Feuerzahn, Alter, und jetzt sehr kaputt. Stimmt, Flora wird irgendwie nicht überleben, habe ich so Gefühl. So, komm schon, wir müssen nur noch ein paar Züge aushalten, dann ist er kaputt. Das ist bisher der knappste Kampf überhaupt. So, Flora. Bist du schneller als das Viech? Wer sei schneller? Warte mal. Startproblem, Dreck. Ja, jawohl. Oh Gott. Und der 8er Rennleiter wurde besiegt. Selbst wenn ich verliere, gebe ich ein erstklassiges Figur ab. Zeit für ein Selfie, würde ich sagen. Okay, boah. Der Kampf war krass. So ein harter Kampf, aber nun, da er vorbei ist, fühle ich mich, als hätte sich die Wolken aufgetan. Es herrscht nicht nur als es herrscht nichts als Sonnenschein. Ah, von wegen, glaub mir kein Wort. Erinnerst du dich, wie ich geprallt habe, dass ich Delions größter Rival bin? Und wenn schon, das nützt mir auch nicht, wenn du mich besiegst. Meine Pokémon und ich haben uns dir gegenüber ganz schön hochnäsig verhalten. Wir nehmen das Zeichen eines Sieges, das ist der Drachenorden. Mein Gott, ist der Typ riesig. Und das ist unser letzter Orden und das Dingen ist komplett. Kannst jetzt alle Pokémon unabhängig von ihrem Level fangen. Jetzt besitzt du alle Orden der Galar-Region. Um denen herauszufinden, musst du aber noch das Turnier nach der Arena Challenge gewinnen. Und das meine ich ganz wörtlich, du musst dieses Turnier einfach gewinnen, klar. Sonst wäre meine Liga gegen dich bedeutungslos. Okay. Jetzt, wo du alle Orden gesammelt hast, erwarte ich als nächstes der Champ Cup. Ich bin gespannt, wie du dich dabei schlägst. Hey, Daniro. Der ist der Typ riesig. Ich will dich nicht lange aufhalten, aber ich hatte da noch was vergessen. Erstens wollte ich dir als Zeichen meines Respekts noch die TM 99 geben. Sie enthält die Attacke Breitseite. Okay, cool. Eine Drachenattacke. Ja. Und zweitens wollte ich dir diese Uniform der Drachen-Arena-Trainer überreichen. Die kriegen nur echte Gewinnertypen wie du und ich. Eben hast du Challenger Daniro mit der Trikotnummer 200 und 200 Pokémon die Arena-Challenge abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt kannst du deine Stärke beim Champ-Kampf unter Beweis stellen.
Und du, Roy, musst mir nun deine Stärke beweisen. Ah, da ist er ja endlich, Delions kleiner Bruder. Ich nehme deine Herausforderung an und ich werde dich ordentlich in die Mangel nehmen. Nach diesem Kampf wird dir nichts anderes übrig bleiben, als das Handtuch zu werfen und die Arena-Challenge aufzugeben. Aufgeben kommt für mich nicht in die Frage. Ich habe jede Menge herumexperimentiert und bin stärker, als du je vorstellen könntest. Ich werde euch alle besiegen. Roy, Daniro und natürlich auch mein Bruder. Einfach jeden von euch. Mach's gut, Daniro. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf. Aber ich rate dir vor, fleißig in der Naturzone zu trainieren. Wir wollen schon wieder die Naturzone andrehen. Okay, cool. Unabhängig von der Ecke, euch alle Pokémon unabhängig von ihren Level. Und jetzt rotiert das Ding so auf der Seite. Cool. Alles klar, dann würde ich den Part hier beenden. Wahrscheinlich kommt jetzt direkt wieder was, wenn ich herausgehe. Deswegen bleibe ich erstmal hier drinne. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst auch bitte ein Kunde Cross City. Okay, ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.